In dieser Lektion geht es gar nicht mal so viel um Methoden, weil das viel auch selbsterklärend. Aber ich kann dich nochmal als Trainer oder Trainerin so sehr darin bestärken, das Balance-Thema wirklich gut einzubauen in deine Kurse, weil man kann Spiele machen, man kann auch wichtige Fertigkeiten weiter ausprägen. Und in jedem Level, das ist das Geile, von Basic, Anfängern bis zu Könnern, es hört nie auf, was man noch im Balancebereich machen kann. Und einer deiner Hauptjobs als Trainer ist ja zu motivieren und inspirieren, dass die Leute das zu Hause üben. Weil ein Kurs ist eine Inspiration mit Input, mit Feedback, aber es ist nicht das Lernen an sich. Das passiert ja, wenn die Leute das weiter üben. Und Gleichgewicht, das kann man halt super gut in den Alltag einbauen. Deswegen ein paar Tipps von mir, was du da so einbauen kannst. Und ja, dass du auch für jede Situation, jedes Individuum, was du da hast, das optimal machen kannst. In verschiedenen Spielen kannst du das langsame Fahren üben. Du kannst es auch die Leute so machen lassen. Kombination mit einer Bremsübung. Geschmeidig bremsen, zum Stand kommen, weiterfahren. Dann gibt es Leute im fortgeschrittenen Bereich, die wollen Trackstand üben, weil das üben sie schon, die wollen von dir Tipps haben. Wie kann man denn das Stehen optimal üben? Dann mach es wirklich hilfreiche Tipps, die kannst du im Kurs mit den Leuten machen und dann sagen, bitte mach das zu Hause auch so. Üb das mit leichtem Gefälle bergauf. Achte darauf, weil das ist einer der Hauptfehlerbilder, wenn Leute Balance üben, Trackstand. Achte darauf, dass du entspannt aufrecht stehst mit hängender Ferse und vor allen Dingen dein Gewicht auf den Füßen hast und nicht auf dem Lenker und ein ruhiges Vorderrad hast. Such dir die Baustelle aus für den Teilnehmer, die da ist und nicht jetzt alle Sachen auf einmal, ist klar. Aber hab da einen Blick für. Ich habe das früher auch nicht alles immer so genau gesehen. Und dann hat man auch wieder diesen kausalen Zusammenhang, dass du merkst, wenn jemand Druck am Lenker hat, viel zu verkrampft ist, dann kann sich das Rad auch nicht schön unter ihm bewegen und er ist so fixiert und die Körper-Bike-Trennung funktioniert schlecht. Das musst du erkennen und sagen, okay, komm, nimm eine Hand mal kurz auf, spür das, dass du nur auf den Füßen stehst und dann kannst du Schritte machen, dass du sie erstmal kurz stehen lässt, die Leute, und dann weiterfahren und dann Step by Step. Das möchte ich dir mal zeigen, weil es ist ein Klassiker. Jemand hat das schon geübt und du merkst, die Hauptbaustelle ist das Vorderrad. Die Ausgleichsbewegung macht er intuitiv mit dem Federbild, dass er nur hin und her wedelt und macht wenig Ausgleichsbewegung aus dem Körper, mit den Knien und so weiter. Das heißt, eine Methode wäre zu sagen, lass ihn erstmal einen Mini-Trackstand machen. Lieber ganz kurz stehen, aber dafür ruhig und dann weiter. Bei dieser Übung der Hinweis bitte, dass die Bremse geöffnet werden muss, damit man auch weiterkommt. Eine wichtige Form beim Balanceübung sind die Pedal Kicks. Dass man den Leuten beibringt, leichte Kicks zu machen. Das kann man auch in der Praxis im Gelände anwenden und super schöne Gleichgewichtsgeschichte. Und das wäre ein Tipp von mir. Diese Pedal Kicks sind enorm sinnvoll. Du kannst sie gut aufbauen, mit deinen Teilnehmern kurz erklären oder kannst sie dann machen lassen, dass sie mir zugucken. Achte wieder darauf, Gewicht auf die Füße, locker am Lenker, immer wieder die Leute daran erinnern, hängende Ferse vorne. Ja, und dann kannst du es kombinieren, lässt sie auf einen relativ schmalen Streifen fahren und machst dann die Pedal Kicks, lässt sie machen. Also unglaublich viele Möglichkeiten, die Leute zu inspirieren und für noch besseres Gleichgewicht auf dem Rad zu sorgen. Eine super Übung, da kann man eine Flasche nehmen, Handschuhe, irgendwas, was man halt da gerade hat, etwas, was aber nicht so hoch ist, sondern was man so hinlegen kann. Für das Thema Vorderrad und Hinterrad, dass man dann ein Gefühl hat, wo gerade beides ist, für Kehren zum Beispiel, wo Steine liegen. Da kann man das so machen, dass man mit dem Vorderrad an der einen Seite an der Flasche vorbeifährt, mit dem Hinterrad auf der anderen. Die Inspiration dafür habe ich aus dem amerikanischen Bereich, die nennen das Rock Dodge. Also, dass man auch wieder, kann man mit kleinen Pedal Kicks machen, man merkt, das Vorderrad auf der einen Seite. Jetzt mache ich mal meine schwache Seite, um dann wirklich zu gucken, wo ist da eigentlich, wo sind da beide, Vorderrad oder Hinterrad. Eine schöne Übung, die man machen kann. Man kann dann auch weitere Dinge nehmen, Gullideckel oder sowas. Eine super Inspiration, dass du das in deine Kurse einbaust. Du möchtest ja auch nicht nur für dich, sondern auch für deine Teilnehmer das Warum mitgeben. Warum denn Balanceübungen im fortgeschrittenen Bereich? Viele müssen erst noch mal in den langsamen Bereich gehen und da besser werden, bevor sie noch im schnelleren Fahren besser werden.
Das gibt es auch, den Spruch. Nur ein langsamer Fahrer ist auch ein guter, schneller Fahrer, wenn man schon sehr gut auch diese Balance-Sachen, diese langsamen Sachen machen kann. Und es sind Challenges, Herausforderungen ohne viel Risiko. Auf einem schmalen Bordstein rollen zum Beispiel oder auf einem schmalen weißen Streifen. Knifflig, aber ohne hohe Konsequenzen. Ja, wenn man das macht, kann man natürlich auch bei Pedal Kicks variieren, dass man sagt, okay, man hat leichtes Gefälle bergauf. Und beim Trackstand üben geht man hin und lässt die Leute über den Kettenzug vor- und zurückpendeln. Vor- und zurückpendeln. Gegen die Bremse, je nachdem, ob man die braucht oder nicht. Vor- und zurück. Vor- und zurück. Und dann einmal vielleicht ganz zurück. Wenn ihr sowas vormacht, rückwärts fahren und so, erstmal nicht so posermäßig, weil dann sagen die Leute, oh krass, das werde ich nie können. Lieber erreichbare Ziele einmal rückwärts drehen. Ja, und wenn du jemanden hast, den du noch beschäftigen musst, weil der schon viel mehr da kann, dem kannst du auch zeigen, schau mal, roll mal mehr rückwärts. Und du kannst sagen, vielleicht noch mit einem kleinen Stoppie kombiniert. In der Mitte wirklich, und dann auch noch mit einer Wende raus, gibt's alles, damit du wirklich für jeden Teilnehmer da noch was hast, im Balancebereich für die Balance und auf schmalen Balken oder so fahren, ohne hohes Risiko. Bitte bau das mehr in deine Kurse ein und nutzt die Möglichkeiten, die es da gibt. Ja, sucht die Herausforderung für euch und für die Teilnehmer. Auf schmalen Balken fahren, ohne Risiko, wenn das Vorderrad so ein bisschen wegrutscht. Weglenken, nicht gegen die Kante. Bei langsamem Tempo, da kann dann auch nicht viel passieren. Wenn du einen Clicky-Fahrer hast im Kurs, wenn du zum Beispiel Marathonfahrer oder Cross-Country-Fahrer trainierst, dann musst du natürlich darauf hinweisen, ja, dass sie dieses Ausklicken automatisiert haben, der Fuß schnell runter kann. Wenn jetzt zu heikel ist, dann lass sie auf dem Mittelfuß stehen, uneingeklickt. Je nachdem, in welchem Level sie sich gerade befinden. Im Idealfall hast du ja auch die meisten der Teilnehmer oder fast alle als Flat-Pedal-Fahrer. Finde die Herausforderung auch für dich selber. Bitte keine nassen Holzbalken nehmen. Aber es gibt so viele Stellen, die du üben kannst. Und dass du deinen Teilnehmern spielerisch vermitteln kannst, dass sie es zu Hause auch üben. Nutz die Spielwiese, Balance und immer weiter. Bitte bau das gut in deine Kurse ein und dann hast du genug Werkzeug, um deine Teilnehmer bei Laune zu halten und sie wirklich gut zu inspirieren.